Freunde, Unwissenheit bei völliger Ahnungslosigkeit, dazu Satire, der Pommespanzer war Schwanz. Nur Fettsack genannt. Ich finde ja, die sollte da jeden Abend sitzen, besser kann man die grüne Sekte dann gar nicht beschreiben, ne? Eine konkrete Frage stellte die Grünen-Chefin bloß, der Pommespanzer bei Schwanz blamiert. Here we go. Und jetzt gerade erleben wir was wie das Ende vom Ende der Geschichte. Also wir erleben eine neue Systemkonkurrenz und die Frage ist eigentlich nicht, wie sich Demokratien ausbreiten, sondern ob sich Demokratien überhaupt noch behaupten können. Nach außen, wenn wir auf die Rolle Europas schauen, und nach innen, wenn wir auf die Feinde der Demokratie schauen, die wir auch hier in Deutschland haben. Ja, es fängt ja schon mal gut an. Jetzt aktuell. Ich rede von den letzten 10 Jahren. Aber der Blick mal aufs große Ganze. Oh, große Ganze, Pommespanzer? Das würde mich mal interessieren. Da waren Sie ja zum Teil noch gar nicht in Amt und Würden. Ja, das waren noch Zeiten. Da gab es ja die Abrissbirne Germanys. Mir geht es nur darum, mal zu verstehen, an welchem Punkt würden Sie selbstkritisch sagen, das haben wir komplett falsch eingeschätzt. Das können doch nur Idioten fragen, für meine Begriffe. Das würde ich tatsächlich bei diesem Thema nicht sagen. Ich glaube, dass Deutschland sehr lange sich nicht aktiv mit seiner Rolle als Einwanderungsland auseinandergesetzt wird. Also Migration wurde ein bisschen behandelt als irgendwas, was einem passiert. Ah, so, verstehe. Sie als Chefin der Grünen würden sagen, wir als Grüne haben bei dem Thema Migration nichts falsch gemacht. Das kann doch überhaupt nur jemand fragen, der entweder vollkommen ahnungslos ist oder jemand, der also bösartig ist. Niemand hat bei keinem Thema was falsch gemacht. Nee, das ist die Floskel aus Textbausteinen. Das ist keine Floskel, aber natürlich hat niemand bei keinem Thema Sie keine Fehler gemacht. Ich glaube nur, dass die Hinleitung darüber, das leitet sich vor allem aus Migration ab. Das leitet sich vor allem aus Migration ab? Ich nicht teilen. Ganz anders gefragt. Was wir ja sehen, ist, dass dort mit einem emotionalen Angebot gearbeitet wird. Und dieses emotionale Angebot ist, du bist gut, weil du einer von uns bist und nicht wie die anderen. Nicht wie die Flüchtlinge, nicht wie die Migranten, nicht wie die da oben. Emotionales Angebot? Und was wir als Demokratie, finde ich, ernsthaft verpasst haben, ist dem ein eigenes emotionales Angebot entgegenzusetzen. Du bist gut, weil du gebraucht wirst. Du bist gut, weil du was bewegen kannst. Ein emotionales Angebot? Ja, natürlich. Wir sehen was doch soll gerade das sein? Nein, wir sehen Umbruchphasen. Das haben wir gerade besprochen hier. Wir sehen, wie sich die Demokratien behaupten müssen. International, diese Umbruchphasen sind für viele Menschen mit Ängsten beschäftigt. Diese Umbruchphasen sind für viele Menschen mit Unsicherheiten behaftet. Und ich glaube, dass auf diese Unsicherheiten die Rechten eine sehr einfache Antwort haben. Großartig. Aber es wird stetig besser. Und das ist, die anderen sind schuld. Die da draußen sind schuld und wir verteidigen dich gegen die. Ich glaube nicht, dass wir als Demokraten richtig damit fahren, dem einfach hinterherzulaufen. Tut ja gerade zum Glück auch wir nicht in der Ampel. Aber was man tatsächlich tun muss, ist den Leuten ein eigenes Angebot für Sicherheit zu geben. Okay. Und auch ein Zugehörigkeitsgefühl nicht über Abgrenzung nach außen oder nach oben, okay, sondern über, wir kriegen das zusammen hin. Das ist so ein sinnfreies, aber ich mache euch auch mal ein Angebot für das Schmerzensgeld, das ihr mir zahlen müsst. Ne? Hier, German, Freistolz, Umburg, sagen die Kollektion, nicht mehr viel von da. Ich könnte jemanden nehmen. Ihr müsst aber geben. Checkt den Shop und raus, die Penunzen. Yes, absolutely. Michael Brücker schüttelt schon den Kopf und mich würde interessieren, warum. Wo fangen wir an? Ist, dass wir es nicht geschafft haben, einen vernünftigen Umgang damit zu finden. Womit genau? Es wurden teilweise an der Grenze die Leute einfach durchgelassen. Das stimmt ja tatsächlich. Es haben sich sehr viele Länder aus der Verantwortung übernommen, überhaupt aufzunehmen. Und man hat keinen gemeinsamen Verteilmechanismus hinbekommen. Ja. Ach so, alle Länder sollen aufnehmen, dann ist das Problem der illegalen Migration gelöst. Verstehe! Aber es gibt keinen einzigen Vorschlag der Grünen in Deutschland für eine Begrenzung der Migration in Europa. Ich kenne ihn nicht, sagen Sie ihn mir. Ja, aber das will die grüne Sekte doch auch gar nicht. Das, was tatsächlich dazu führen würde, dass weniger Menschen hier ankommen, wäre, wenn wir europäisch besser verteilen. Das ist der Weg dazu, dass andere Länder, natürlich, wir haben ja einfach Länder, ich kann die anderen Länder doch nicht dazu verpflichten, Frau Lange, ich kann die doch nicht zwingen dazu, die wollen nicht, ganz Europa will diese europäische Migrationspolitik nicht. Aber das ist keine Integration. Haben die keine Ahnung? Doch, natürlich haben die Ahnung, die erleben das ja in der Praxis. Ja, nur ganz ehrlich, warum hören Sie denen nicht zu? Das, was ich will, ist, dass wir eine realistische Migrationspolitik haben. Und dann müssen wir uns auch damit auseinandersetzen, was funktioniert tatsächlich. Ja, aber das funktioniert ja nicht.
sehr, sehr einfache Antworten, wo man denkt, das Problem können wir einfach irgendwo anders hinbringen. Und wenn wir mit realistischer Migrationspolitik sprechen, dann müssen wir auch schauen, wo gibt es tatsächlich Probleme. Da gibt es welche. Sie haben gesagt, hier saßen schon viele Leute, die das auch gesagt haben. Das ist eine Überforderung der Kommunen. Da müssen wir schauen, was unterstützt die Kommunen am schnellsten, am einfachsten. Das ist finanzielle Unterstützung. Nein. Doch, natürlich auch. Nein. Natürlich, sonst hätte doch der Städtetag das nicht auch gefordert. Das sagt nicht Herr Brücker. Das ist die Frage, dass wir die Menschen sehr, sehr schnell... dass wir die Menschen sehr, sehr schnell in Arbeit bringen, denn das ist am besten die beste Entlastung. Warum funktioniert das nicht? Wäre mit Ihnen dann eine Arbeitspflicht? Okay, dann drehen wir es um. Ich würde gerne die Frage dazu stellen, wäre mit Ihnen eine Arbeitspflicht zu machen? Es geht doch erstmal darum, dass die Leute arbeiten dürfen. Einfache Frage. Es gibt ja jetzt, Sie sind die Politik, ändern Sie es doch. Tatsächlich wurden doch im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz bereits schon beschlossen, dass auf den Weg gebracht wird, dass auch sowas wie eine verpflichtende ehrenamtliche Arbeit möglich sein soll. Ja, zum Beispiel in Saunaclubs und Pornokinos. Aber ich wünsche mir, dass die Leute in sozialversicherungspflichtige Jobs kommen. Das tut denn sie wir aber haben nicht. Einen riesigen Fachkräftemangel. Ich wünsche mir auch so vieles, Land, aber es passiert und wir ja müssen nicht. Ich finde den Pommespanzer klasse. Der Unterhaltungswert ist ja unschlagbar. Und der Pommespanzer hat eine ganz neue eigene Sprache erfunden. Abschaffen, damit es tatsächlich Menschen auch möglich wird. Was? Und ich glaube, was tatsächlich ein Schlüssel ist, das ist die Anerkennung von Abschlüssen. Absolut. Atomphysiker, Raketenforscher und Augenchirurgie. Und jetzt wieder ein Beispiel dieser neuen Sprache. Also und das glaube, erklärt halt alle mit diesem Mut auch. Eine große Formulierung. Ja. Machen Sie ja ganz weil, kein Wort verstanden. Wenn wir schauen uns mal an, was die planen. Die planen nicht irgendwelche Verschärfungen bei bestimmten migrationspolitischen Fragen, sondern dass Menschen, die hier leben, die deutsche Staatsbürgerschaft haben, dass die aus dem Land geschafft werden, dass die deportiert werden. Ach, diese Deportation dürfen ja auch wieder nicht fehlen. Nicht im ganz Abstrakten verlieren, nee, wenn konkret. Wir über ich bin Modernisierung die ganze Zeit reden. Ganz ja, genau, Sie sind konkret. Was ist denn da los? Ich versuche es auch zu sein, sehr konkret darüber zu reden. Wenn wir über Wirtschaft reden, was bringt es den Leuten? Welche Jobs entstehen? Wie kann man dafür leben? Das Zweite ist die Frage vom Dasein. Die Frage vom Dasein? Zuhören. Wir haben mittlerweile Landschnitte, wo demokratische Parteien kaum noch sichtbar sind und das verändert was. Ich würde noch gerne noch mal fragen, wissen Sie ungefähr, wie hoch ist die Durchschnittsrente in Deutschland? Und jetzt genau zuhören, der Pommespanzer. Durchschnittsrente kenne ich tatsächlich nicht. Haben Sie eine Idee? Nee, tatsächlich keine konkrete. Ungefähr. Ich würde davon ausgehen, dass wir um die 2000 Euro umliegen. Durchschnittsrente? Mhm. 1543 Euro. Ja, aber woher soll man das denn auch wissen, wenn man noch nie gearbeitet hat? Das ist nochmal ein Stück geringer. Nach 45 Jahren Arbeit. Hm. Ist das gerecht? Nein. Das kann man doch keine Studienabbrecherin fragen. Sitzen Sie manchmal zusammen und reden über so Projekte, die in den letzten Wochen auch öffentlich geworden sind? Und jetzt wird der Pommespanzer mit der Realität konfrontiert. Ich war fasziniert davon, dass wir 300 Millionen für Radwege und Busse in Peru ausgeben. Das stimmt ja offenkundig. Das finde ich interessant. Und darüber können wir sogar noch reden. Wir geben aber auch zum Beispiel 600.000 Euro aus für die Stärkung von Toleranz in Indonesien. Ich glaube, stimmt das? Die konkrete Zahl kenne ich nicht, aber wenn Sie die vorlesen, würde ich Ihnen erstmal vertrauen. Wir geben 6 Millionen für Umweltschutz in Albanien. Wir geben 260.000 Euro für kleine Kakaobauern in Afrika aus, finde ich gut. Wir geben 10 Millionen für Waldbewirtschaftung im Kongo-Becken aus, auch okay. 500.000 Euro für die Förderung, Achtung, positiver Maskulinität in Ruanda. Und da arbeitet es schon ganz schön in diesem zarten Antlitz. Können Sie sich sowas vorstellen? Ich kann mir das vorstellen, aber ich finde, ehrlich gesagt, das, was Sie hier gerade unterstellen, ist, wenn wir was für Entwicklungszusammenarbeit ausgeben, dann ist das verlorenes Geld. Dann ist das Geld, das wir hier rausgeworfen darum haben. Geht's. Ja, aber genau das ist es doch. Es geht um die Frage, ob Sie verstehen, dass man, wenn Menschen sowas dann lesen, dass sie sagen, was machen die da eigentlich? Das ist ja deutsches Steuergeld. Ja, aber das interessiert die grüne Sekte doch nicht. Hauptsache raus damit aus Germany. Wir haben gewonnen. China kriegt übrigens von uns 86 Millionen Entwicklungshilfe. Ne? Das nur mal am Rande. Das ist wirklich sehr komisch. Ich glaube, dass ich als Politikerin in so einer Situation zwei Optionen habe. Ich kann natürlich sagen, ach, das klingt erstmal alles absurd. Und dann rede ich den Leuten da ein bisschen nach dem Mund und sage, ja, das stimmt alles und fütter ein bisschen dieses Ressentiment. Und dann stellen wir uns alle hin und können uns freuen. Oh, das wird ja immer grausamer.
Oder ich stehe dazu, was wir politisch tun, versuche es zu erklären und vor allem auch vielleicht dann auch mal aufzuzeigen, wenn wir mit Dickelsheim reden. Da waren gerade auch zwei Dinge dabei. Ich glaube, sie haben es Waldschutz in Albanien genannt. Wieder Umweltschutz in Albanien und 10 Millionen für den Kongo. Es gibt auch noch mal eine halbe Million für ökofeministische Entwicklungsalternativen in Südafrika. Das sind Dinge, von denen wir sehr konkret profitieren, weil ehrlicherweise Zerstörung Umwelt. Nee, sie lachen da, aber das das sind keine Dinge, die doch rein national gesehen werden. Ich lache nur über diese Formulierung, weil ich mich frage, was ökofeministische Entwicklungsalternativen sein sollen. Vielleicht machen Sie dazu noch mal eine extra Sendung. Jetzt aber gut. Schmerzgrenze schon lange überschritten. Ich fordere übrigens mehr Pommes-Panzerpräsenz im deutschen Fernsehen. Hammer hier.